Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peterkin. Heute Champions League Achtelfinale Rückspiel gegen Man City in Manchester. So, Leute, jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Schaffen wir noch die Wende, Leute? Kriegen wir die Wende hin? Kommen wir noch ins Viertelfinale? Das ist unser mehr. Wir wollen so unbedingt ins Viertelfinale. Das heißt, wir wollen ins Viertelfinale, Leute. Wir wollen ins Viertelfinale, Leute. Wir wollen ins Viertelfinale der Champions League. Ach, ins Viertelfinale. Und dafür müssen wir heute gegen Man City gewinnen, Leute. Wenn wir heute gewinnen in Man City, muss man mit einem Tor Vorsprung gewinnen, Leute. Sonst müssen wir erstmal. Ah, zwei Tore müssen wir erstmal machen, Leute. Davor trainieren wir jetzt ein bisschen noch. Elfmeterschießen. Man weiß ja nicht, ob noch was passiert. Und wir brauchen nur ein, zwei Tore mehr wie Man City. Und das müssen wir jetzt einfach durchgehen. Und so, jetzt bin ich mal gespannt. Pressekonferenz machen wir noch. Und dann bin ich mal gespannt, Leute, wie das Pressekonferenz stattfindet. Genau, solange eine Chance ist, geben wir alles los. Solange eine Chance ist, wird gespielt los. Ja, wir müssen unser Spiel machen. Wir wissen, ja, ein Kunstspieler am Ende hat ein bisschen Pech gehabt, Leute. Weil man Pech hat, Leute. Und jetzt müssen wir ruhig spielen. So wie gegen Dingspiele, gegen Hertha dürfen wir natürlich nicht. Man soll das mal irgendwie einen Satz mit X, Leute. Einfach wahrscheinlich die Spielers X. Das Problem war, weil die Spieler sich verletzt nehmen. Das ist so das Ding. So, Leute, jetzt müssen wir alles geben fürs Viertelfinale, Leute. Alles geben fürs Viertelfinale. Mit einem Schuss, mit einem Tor heute könnt ihr den Wettbewerb gewinnen, Leute. Mit einem Tor noch. Boah, Mann, wir müssen gucken, was das Spiel bringt. Wir müssen eins, wir müssen das Spiel nachher.
Ruhig spielen, Leute. Ah, schade, gut abgefangen von Man City. Boah, Junge, echt ein intensives Spiel zur Zeit lang. Sehr intensives Spiel zur Zeit. Oh ja, man, sieh, die macht hier schon mal gut. Oh Mann, es ist, boah, zwar jetzt, oh Mann, boah, boah, Mann. Oh Mann, das jetzt wird schwierig, Mann. Spiel noch nicht und wieder aus. Wieder Spannung im Spiel, Leute. Oh Mann. Es geht um vieles, Leute. Es geht um alles, Leute. Es geht ums Achtelviertelfinaleinzug. Mit dem Sieg für Madrid. Boah, hallo, ruhig bleiben. Also wollte ich mal ein bisschen abbrechen und dann auf okay und dann. Voilà. Ein bisschen, vielleicht ein paar Sekunden zu lange gewartet. Okay, muss ja da, Leute.
Oh Mann. Schade, Pech. War ein bisschen Pech, Leute. War ein bisschen Pech, Leute. War ein bisschen Pech im Spiel, Leute, heute. War ein bisschen Pech, Leute, ein bisschen. Ah, Mann, cool, Mann, boah, Mann, boah, ja, Mann, wieder entgegen, Mann, alles wird so hart und schwierig, so schwierig zu sein. Oh Mann, heute. Boah, Leute, so ein Kampf, alles. Das ist echt bier. Alter, und es ist wieder spannend in diesem Spiel, Leute, aber es ist bleibt weiter spannend in diesem Spiel, Leute. Bleibt weiter spannend. Es bleibt weiter spannend in diesem trotz immer noch ein Gegentor, ein Tor zu wenig, immer. Oh Mann. Boah, ein Tor fehlt nur, ein Tor fehlt in Bayern nur. Boah, ich hätte. Ah, Mann, hätte ich eine andere Idee gehabt. Mit.
Ja, Bayern hat jetzt ausgeglichen im Spiel insgesamt, Leute. Insgesamt ausgeglichen. Insgesamt ist es ausgeglichen. Jetzt wird es ein richtiges Krimi-Spiel. Jetzt wird es ein Krimi-Spiel. Jetzt wird es ein Krimi die letzten 20, gute 25 Minuten. Die letzten 25 Minuten werden jetzt nochmal richtig spannend, Leute. Jetzt wird es noch richtig noch spannend in dem Spiel, Leute. Boah, Alter, es geht ja wirklich ums Viertelfinale, Man City. Ein beide Top-Favoriten auf den Titel einigen. Alter, was für ein hartes, mega gutes Spiel heute, Leute. Boah, ein spannendes Spiel. Ein sehr spannendes Spiel heute, Leute. Sehr spannend heute. Das Spiel ist ziemlich intensiv. Beide Teams wollen. Oh, Mist. Oh, was man, meine. Boah, jetzt. Alter, Mann, ja, jetzt kommen wir halt. Wir kommen zurzeit nicht so in die Chancen. Jetzt müssen wir schon mal mehr kommen, nicht in die schon extreme Chancen. Oh nein, jetzt schon wieder, Alter. Boah, Haaland ist da, boah. Aber wir waren zu lange hinten in der Abwehr, Leute. Wir haben nicht vorne mitgespielt. Aber Kane, Leute, Kane wieder da, alle Junge. Alter, boah. Junge, was für ein Krimi-Spiel. Junge. Alter, wird es hier eine Verlängerung geben, Leute? Und die beiden Top-Stürmer, Leute, Haaland und Kane, entscheiden oder tun die Spiele zeigen.
Haaland muss. Haaland geht raus. Okay. Was machen wir? Ne, wir bleiben, Leute. Sané macht das 4. Oh, 5 Minuten rum, Leute. Noch 5 Minuten. Boah, Alter, hier wird's herum. Boah, Alter, was für ein Spieler. Alter, boah, Alter, was für ein Krimi-Spiel, Man City kämpft. Sie dann. Man, Alter, Man City. Alter, jo. Alle, wir haben es gebracht. Alle, keiner hat es noch getan, dass wir das hier ins Halbviertelfinale kommen. Oh Mann, aber es sind im Halbviertelfinale der Champions League, haben es geschafft. Boah, Mann, was für ein wichtiges Spiel, Leute. War ein wichtiger Sieg, Leute. War ein sehr wichtiger Sieg, Leute, gegen Man City. Und jetzt dürfen wir weiter hoffen. Leverkusen, okay, Leverkusen weiter, Juve ist weiter, Bayern ist weiter, Real Sociedad ist weiter, auf der 1, Madrid weiter, Leipzig weiter, Arsenal weiter, Rom weiter. Boah, alle, wir haben es gepackt, wir sind im Halbviertelfinale, oh, noch nicht alle im Halbfinale, aber im Viertelfinale, wie meinst. Boah, wichtige Tore von Kane heute, Alter. Wichtige Tore waren das. Boah, Alter, war das wichtig, dieses Spiel. Alter, war das Spiel wichtig heute. Einfach Glück. Ja, Alter, wann war das ein Spiel, Leute, heute? Boah, Mann, Nummer. Okay, komfortabel war es jetzt am Ende nicht, Leute. Es hätte auch knapper ausgehen können, Leute. Es hätte auch knappes Ergebnis. Unentschieden oder. Aber da wären wir raus, Leute. Mit dem Unentschieden wären wir raus. Da wären wir dann raus, Leute. Da wäre so. Und jetzt geht's in der Bundesliga, jetzt wollen wir in die Bundesliga wieder weiter rankommen, Leute, in die Bundesliga.
So, wie viel Geld haben wir jetzt eigentlich nochmal? Okay, Geldtechnik haben wir jetzt. Kriegt man nichts mehr, das finde ich schade. Aber Leute, ich würde sagen, gegen Mainz 05 spielen wir erst beim nächsten Mal. So, mir sagt euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.